Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Re-Edits, Mashups und Live-Edits. Wir haben das Ganze so zusammengefasst, weil es alles Track-Varianten sind, die auf einem Original-Track aufbauen und sich hier schon gegebener Strukturen bedienen, dass man im Prinzip etwas daraus Neues kreiert und dem Ganzen noch eins draufsetzt, aber eben nicht bei Null anfangen muss, weswegen sich diese Varianten auch sehr für Anfänger eignen. Ein Re-Edit ist auf jeden Fall gut, um den Originaltrack im Prinzip einfach ein wenig zu manipulieren. Hier findet eigentlich der allerwenigste Eingriff statt. Du kannst eben ihn insofern bearbeiten, dass du dir selbst als DJ einen Gefallen tust, um ihn besser auflegbar zu machen, oder du machst ihn generell spannender. Also erkennst eben vielleicht, dass in dem Track noch etwas Potenzial ist und versuchst es so aus ihm rauszukitzeln. Das kannst du machen, indem du gewisse Phrasen rausschneidest, verkürzt oder auch die Reihenfolge von Phrasen vertauschst. Alternativ kannst du auch zum Beispiel Intros und Outros erstellen von Tracks, die eigentlich noch keins hatten. Das ist natürlich auf jeden Fall eine Herausforderung, dass du das schaffst, dass es so gut klingt und zueinander passt. Außerdem hast du natürlich die Möglichkeit, noch gewisse Sounds mit der Produktionssoftware oder eben auch selbst eingespielt, wie auch immer, hier gibt es ja keine Grenzen, hinzuzufügen und so dem Ganzen auf jeden Fall auch noch das gewisse i-Tüpfelchen zu verleihen. Und so kannst du zum Beispiel genauso auch einen Originaltrack und einen Remix miteinander verschmelzen. Also im Prinzip das, was eigentlich schon mal geremixt wurde, nochmal remixen. Hier gibt es ja kein richtig oder falsch, keine Regeln, keine Gesetze. Es ist alles möglich. Und was vor allem auch noch eine sehr clevere Variante ist, ist es, Transition-Tracks zu erstellen. Insofern, dass du den Track so manipulierst, dass du Tempo- und Stiländerungen kreierst, um zum Beispiel große Sprünge im BPM-Bereich zu machen oder zwischen Genre zu wechseln. Hier kannst du wirklich sehr kreativ sein und in einem Track eben verschiedene Teilbereiche bauen und dir so individuelle Werkzeuge für dein Set kreieren. Bei Live-Edits hast du natürlich die Möglichkeit, hier direkt einzugreifen beim laufenden Track mit Loops oder eben mit Cue-Punkten, zwischen denen du hin und her springst. Du kannst extrahierte Samples wieder noch mit einfließen lassen oder eben externe Sounds von Drum Machines, Sequencern und was es da eben noch alles draußen gibt. Eben alles noch mit einfließen lassen und so wirklich direkt live dann vor dem Publikum den Originaltrack nehmen und hier auf das nächste Level heben. Dafür musst du natürlich schon gewisses Know-how mitbringen. Denn wenn hier live mal was schief geht, dann kommt es natürlich schlecht an. Das ist schwierig, da dann nochmal schnell was zu korrigieren. Die anderen Sachen kannst du natürlich zu Hause schon so vorbereiten, dass auch wirklich alles passt. Aber wenn du das hinbekommst, dann bekommst du definitiv auch viel Anerkennung. Die Leute werden begeistert sein von dem, was du hier live darbietest. Denn das ist auf jeden Fall eine höhere Kunst als einfach nur das klassische Auflegen. Und von daher auch eine gute Möglichkeit, um sich von deiner Konkurrenz abzuheben. Bei Mashups sind wir auch bei einem Thema, was sehr beliebt ist bei DJs, denn oft sind ja DJs keine klassischen Produzenten, sondern eben möchten einfach nur auch noch einige Produktionen haben, um ihr Set besonders zu machen, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Und hier bieten sich Mashups wirklich sehr an, denn hier kann man sehr gut auf diese vorhandenen Strukturen von den Originaltracks zurückgreifen und muss sie nur kombinieren. Denn du kannst hier eine Neuinterpretation oder eben dieses Neuarrangement von mindestens zwei, oftmals sogar mehr Tracks vornehmen, indem du zum Beispiel aus dem einen Track die Vocals rausziehst, aus dem nächsten die Melodie, vom anderen nimmst du eher das Fundament mit der Bassline. Hier gibt es ja keine Grenzen, auf jeden Fall fängst du normalerweise nicht an, eben noch eigene Sachen zu produzieren, sondern du kombinierst nur verschiedene Tracks neu miteinander und machst sowas ganz Neues daraus. Du kannst es natürlich unter Zuhilfenahme von Produktionssoftware machen, aber vielleicht schaffst du es ja auch, wenn du A Cappellas findest, das Ganze einfach so über das DJ-Programm aufzuzeichnen. Hier gibt es eigentlich auch kein richtig oder falsch.
je nachdem, eben Produktionssoftware ist natürlich am einfachsten, weil du hier alles so arrangieren kannst, dass es passt. Du hörst jetzt immer wieder kurz an und am Ende exportierst du das Ganze nur, wie auch immer. Du kannst zum einen zum Beispiel dann auch das Instrumental von einem Track nehmen und das Vocal von einem anderen Track oben drauf legen. Das ist die simpelste aller Varianten und hier hast du halt schon einen deutlichen Mehrwert, weil du den Leuten im Prinzip was Neues bietest, indem dass sie zwei ihrer Lieblingstracks in einem haben. Sie können zum Beispiel den einen Lieblingstrack mitsingen, während sie ja theoretisch jetzt zu dem anderen noch tanzen. Also das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Alternativ kannst du auch zum Beispiel verschiedene Phrasen ineinander mischen, sodass zum Beispiel eben die Bridge oder der Breakdown vom einen Track an den Refrain des neuen Tracks anschließt. Insofern switcht man dann hoffentlich unhörbar eben in der Bridge oder im Breakdown. Dann kommt der Drop und auf einmal fängt eben der neue Track an. Hier ist natürlich ein großer Überraschungsmoment geboten und hoffentlich natürlich sind die Leute dann eher positiv überrascht und das bietet dir natürlich auch die Möglichkeit, dass du innerhalb kurzer Zeit viele Tracks anspielst und deine Meute auf jeden Fall gut bei Laune hältst. Das ist natürlich auch vollkommen unwichtig jetzt, von welchem Genre sie kommen oder was für einen Stil oder Charakter die Tracks so haben. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du hier Key und BPM zusammenbringst, weil wenn der Key nicht stimmt, dann klingt es schief und schrecklich. Und bei der BPM ist es ja auch ganz klar, wie beim Übergang auch, wenn der nicht stimmt, dann ist es einfach unsauber. Das möchte niemand hören. Das hat auch mit Produzieren nichts zu tun. Also eben hier darauf achten, dass die BPM exakt stimmen und auch nach der BPM-Angleichung eben am besten mit der Master-Key-Funktion der Key auch stimmt, dass das Ganze eben eine harmonische Einheit wird. Alternativ kannst du auch einfach mit den Mashups hier noch ein bisschen rumeditieren, dass du die vielleicht länger machst oder auch verkürzt, wenn du den Track ein bisschen spannender machen möchtest. Du kannst dir eben die Phrasen cutten, loopen, kannst dir noch mit Effekten arbeiten, das EQ einsetzen und so weiter. Also hier sind dir natürlich auch wieder keine Grenzen gesetzt und es sei dir auch wirklich empfohlen, dass du dich hier komplett frei auslebst. Am Ende solltest du auf jeden Fall schauen, dass dein Mashup am besten so gut ist, dass Leute, die vielleicht auch die Originaltracks nicht kennen, davon ausgehen, dass es sich hier um eine eigene Produktion handelt, also eben um eigentlich einen Originaltrack, der gar nicht manipuliert ist. Dann hast du es auf jeden Fall geschafft und ein wirklich gutes Mashup hinbekommen. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion. Und wünschen dir bis dahin alles Gute.